So, Peace, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben uns heute hier versammelt, um dem Videotitel gerecht zu werden. Seht, ich bin mal wieder draußen im allerschönsten Garten Flax. Und ich habe das dabei, was ich immer dabei habe, wenn ich draußen bin. Meistens. Ich habe ein Fernglas dabei. Und da kann man nicht nur jungen Pärchen beim Sex zuschauen, sondern auch einigen Tieren hier in der Wildnis. Ich war schon mal in diesem Wald an einem sehr schönen, nicen Spot. Und da war so ein bisschen leichte Wiesen, so ein bisschen her. Und ein schöner Jägerstand war da, haben wir sie schön hinsetzen können. Und ich habe es wirklich im Urin gehabt, dass da Tiere auftauchen werden. Das heißt, sowas wie Rehe zum Beispiel. Genau, und dann habe ich mich ein bisschen leise beschäftigt, ein Buch gelesen und so. Und dann so nach einer Zeit scheinbar so auf und dann sehe ich so zwischen diesen hohen Gräsern so, dass sie diese Gräser so ein bisschen hin und her bewegen und dass da so braune Rücken sind, wie ich dann mal genau hingeschaut habe. Und dann, ja, hat sich herausgestellt, dass einige Rehe schon die ganze Zeit da waren und wir haben einfach nebeneinander so ein bisschen gelesen und die haben gefressen und keiner hat was vor dem anderen gespannt. Der Spot ist tatsächlich echt sehr nass. Ich war nur einmal bei dem Spot, weil beim Zurückgehen habe ich mich dann ein bisschen verirrt, dass ich wieder zu meinem Auto finde und seitdem habe ich nimmer gewusst, wo dieser übernice Spot war. Und ich war jetzt schon ein paar Mal öfters in diesem Walde, um diesen Spot wieder zu finden, aber ich habe ihn einfach nimmer gefunden, Alter. Ich war wirklich sehr bemüht. Ich war schon einige Stunden lang in diesem Walde spazieren und habe einfach die Gegend ein bisschen erkundet nach nicen Spots. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe mir sogar eine eigene Karte angefertigt von dem ganzen Walde hier. Aber ja, ich habe ihn nicht mehr gefunden. Und jetzt tatsächlich, letztens, wo ich mal wieder unterwegs war und eine ganz andere Richtung probiert habe, habe ich diesen Spot wieder aufgegabelt und habe ihn natürlich gleich eingezeichnet in dieser Karte. Ich würde mal sagen, da kann man mal hinwandern und dann schauen wir mal, ob ich ein paar Wildtiere auf die Linse bekomme. Tatsächlich habe ich schon ein paar Mal versucht, das Video aufzunehmen, aber es ist nicht so gelaufen, sage ich mal. Ich habe jetzt schon hier und da mal ein paar Tiere aufgenommen. Das kann ich ja auch so nochmal zusätzlich einblenden. Aber jetzt schauen wir mal, was wir da finden werden. Ich gehe schon mal ein bisschen los. Aber da ist noch so wunderschön die Sonne. Ich mag noch ein bisschen da bleiben. Und ja, werde ein bisschen lesen, meditieren, mich einfach leise beschäftigen, bis die Tierchen kommen werden, wenn sie kommen. Aber das ist ein guter Spot und schauen wir mal, wer das sein wird. By the way, nur zur Erwähnung, Alter, ich muss mich nicht bemühen, mit der Kamera durch das Fernglas zu filmen. Die Kamera selbst hat einen überbombastischen Zoom vom anderen Stern, also ihr werdet dann sehen, wie gut ich zoomen kann. Ihr werdet erstaunt sein, was die Natur hervorzubringen hat an Tierwelt. Dann gehen wir mal los und wir sehen uns gleich, wenn ich wieder vor Ort bin. Also dann, so Leidels, wir nähern uns dem Ort und fangen jetzt schon mal zu reden, weil wenn ich erstmal da bin, dann könnte es sein, dass ich da ja Tiere verjage. Weil es kann ja sein, dass sie jetzt bereits schon anwesend sind. Deswegen werde ich jetzt mal ganz leise dahin schleichen. Wir sind im Übrigen schon da. Das ist gleich da. Da ist der Jägerstand. Okay. Da ist ein großer Jägerstand. Da noch ein etwas kleinerer. Okay, gehen wir weiter ganz leise hier. Here we are. Richtig, richtig geil.
Ich werde jetzt erstmal das Buch aufschlagen und etwas lesen. Es ist soweit. Ein kleines Reh ich erspähe. Jetzt schaut's mal zu. Jetzt gibt's euch den Zoom, Baby. Da hinten. Seht's das? Guck, guck. Noch mehr vielleicht? Na? Ist nur das da gerade. Schauen wir mal, ob das noch ein bisschen besser ins Bild kommen möchte. Oh, Kuckuck! Jo, Isa! Oh. Oh yes. So, jetzt ist es endgültig aus seiner Deckung rausgegangen. Here it is. Seht euch diesen Hübschling an, Alter. Oder diese Hübsche. Nun, war jetzt nicht so viel los, nur ein Reh, aber das war ja schon mal ein gutes Highlight. Da wo ich den Spot wie das erste Mal gefunden habe, da wollte ich eigentlich auch schon das Video machen, aber ich habe nicht wirklich geglaubt, dass ich auf Anhieb den Spot wieder finde und deswegen hat er der erste Teil des Videos gefällt. Aber da habe ich auch ein paar Aufnahmen gemacht. Auch wieder vor einem Reh. Das war vielleicht sogar das gleiche wie das. Die haben ähnlich ausgeschaut. Und einen Fuchs habe ich sogar auch noch auf die Linse gekriegt, Alter. Ich hab seine spitzen Ohren aus dem steppenartigen Gras da herausragen sehen. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den auch noch drauf kriege. Vielleicht war sogar noch ein bisschen weiter mehr ins Bild in meine Richtung gegangen. Aber ich war ein bisschen laut. Ich glaube, der Jägerstand hat ein bisschen geknarzt und da hat er sich ein bisschen zurückgehalten. Schaut's mal. Ja, wer ist denn da? Kuckuck. Hallo.
Schnappschlinge. So ein Hübschling. Ansonsten, Hasen hätte ich eigentlich auch sehr gerne noch gefilmt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Also, die laufen einem ja des Öfteren im wahrsten Sinne des Wortes mal über den Weg. Ich glaube, ich habe noch keinen drauf gehabt. Vielleicht auch schon, das sehe ich dann schon. Ich habe so noch in ein paar externen Aufnahmen noch ein paar Insekten und ein paar nice Viecher, sag ich mal, draufgekriegt.
Also, on the run. Na los. Wenn ihr geduldig seid, geht's doch mal in einen schönen, schönen Wald, wie es dieser ist. Und dann wartet's einfach mal und dann könnt ihr betrachten. Und natürlich ganz wichtig, das Fernglas. Ohne das geht nichts. Eine absolut ästhetische Natur, ästhetische Flora und Fauna. Und ja, ich zücke meinen Hut, mache einen Knick und verabschiede mich hiermit von der Zuschauerschaft. Ja, und wem ich da ein paar Bilder und ein paar Einblicke in diese Tierwelt zeigen konnte und der damit korreliert, genau, der damit resoniert, den kann die doch vielleicht einfach diesen Impuls, diese Idee vor die Nase setzen, das Video zu liken, oder? Fand ich jetzt gar nicht schlecht, also why not? Oh, was ist das? Oh, das ist ein Haus, ein Haus. Ah, oh, nein, der Zoom ist zu langsam. Scheiße. Ah. Unlucky man. Da war ein Hase, Alter. Das hat völlig crazy gerade ausgeschaut, wie so ein kleines Alien-Männchen, was so ganz schnell rennt. Okay, also, dann, wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Peace out und Gottes Segen. Why are you running? Why are you running?